Tapering oder kein Tapering? Das ist hier die Frage, auf die die Märkte jetzt warten. Und heute muss mal irgendwas Konkretes kommen durch die US-Notenbank, Fed, 20 Uhr ja das Sitzungsergebnis, 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Was wird da passieren? Gleich dazu mehr. Aber dieser Jerome, der ist so ein bisschen jetzt in der Kritik. Es soll ja wahrscheinlich Oktober oder vielleicht sogar Ende September soll die Entscheidung darüber fallen, ob er eine weitere Amtszeit bekommt, ja oder nein. Alternativkandidatin wäre Lael Brainard. Das wird also noch bald herauszufinden sein. Aber jetzt ist natürlich die Kritik an der Fed, an Jerome Powell, damit indirekt auch da. Er selbst besitzt ja ein durchaus sportliches Portfolio, das er allerdings nicht selber verwaltet. Anders als Robert Kaplan und Eric Rosengreen, die munter an den Märkten gezockt haben. Vor allem Kaplan ja mit US-Futures am Start. Ein Markt, den er also maßgeblich selbst mit beeinflusst. Das dürfte sicherlich ein Thema werden und da dürfte sich Jerome Powell bestimmt auch der Frage gegenüberstehen, naja, wie hältst du es denn? Ist das ethisch oder ist das nicht ethisch? Da wird er sich dazu äußern müssen. Heute die Märkte ja aufgrund der Evergrande-Meldung heute Nacht sehr, sehr euphorisch, dazu gleich mehr, ob berechtigt oder nicht, aber wir schauen uns erstmal die Ausgangslage bei der Fed an. Ja, hier ist Powell mit Janet Yellen, die jetzt so ein bisschen hofft, dass die Schuldenobergrenze angehoben wird. Und jetzt geht es für Jerome Powell, wie gesagt, um den Endspurt, um seine Nominierung. Dementsprechend wird man schon sehr genau hinschauen, wie seine Performance heute auf der Pressekonferenz ist. Es geht um das Tapering, gar keine Frage. Eigentlich erwartet niemand, dass heute die Fed sagt, ja, wir werden tapern und so wird es ausschauen. Also einen genauen Zeitplan vorgibt, vielmehr. Dürfte es so sein, dass man sagt, ja, also die Voraussetzungen sind erfüllt, dass wir diese ultralaxe Geldpolitik so ein bisschen vielleicht mal könnten irgendwann zurückfahren. Das Titelbild zu meinem Video zeigt, wann sie das machen werden, dann ist Jerome Powell wahrscheinlich 95. Kleiner Scherz, jedenfalls gibt es hier mehrere Varianten. Die eine Variante sagt, okay, man wird 15 Milliarden Dollar reduzieren pro Monat. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, dass man 15 Milliarden Dollar reduzieren wird pro Fed-Sitzung. Das würde bedeuten, dass das Ganze etwas langsamer geht, dann September 22 abgeschlossen wäre, während 15 Milliarden Dollar pro Monat dann Juli 22 die Chose abgeschlossen worden wäre. Und heute kommen auch die sogenannten Projections und die Dotplots. Projections sind die Erwartungen der FED-Mitglieder in Sachen Wirtschaftswachstum, aber vor allem auch in Sachen Inflation. Das wird sicherlich ein Hingucker und die sogenannten Dotplots werden sehr, sehr wichtig. Also die Erwartungen der FED-Mitglieder in Sachen Leitzinsen. Wie schauen die denn aus in 2021, 2022, 2023? Dass 2021 in Sachen Zinsen nichts passiert, ist klar. Aber 2022 könnte es eine kleine Überraschung geben. Wenn zwei FED-Mitglieder so ein bisschen ihre Erwartung raufnehmen, plumps, dann hätten wir praktisch eine Mehrheitsmeinung, dass 2022 schon die Zinsen angehoben werden. Das wäre eine sehr hawkische Message. Konsenserwartung geht jedenfalls davon aus, dass das erst 2023 passieren wird. Wir also jetzt noch nicht in den Dotplot sehen, dass eine Mehrheit der FED-Mitglieder wirklich meint, dass 2022 die Zinsen angehoben werden. So etwa sagt auch Andreas Steno Larsen, dass eben wahrscheinlich die FED möglicherweise doch, dass diese zwei FED-Mitglieder doch sagen, ja, ich nehme meine Dotplots ein bisschen nach oben, erwarte also, dass doch 22 schon die ersten Zinsanhebungen kommen und diese ganze Evergrande-Geschichte könnte eine Rolle spielen, scheinbar ja Beruhigung, vielleicht sind die FED-Mitglieder dann ein bisschen beruhigt und sagen sie, ja, okay, dann können wir vielleicht ein bisschen Gas geben, mal schauen, ob Andreas Steno Larsen recht hat oder die Mehrheitsmeinung recht hat, die das nicht erwartet, aber es ist ein ziemlicher Konsens derzeit da, 15 Milliarden werden es sein, davon 10 Milliarden für die sogenannten Staatsanleihen und 5 Milliarden für sogenannte Mortgage-Backed Securities, diese hypothekenbesicherten Anleihen. Das entspricht genau diesem Verhältnis 80 zu 40 Milliarden, das die Fed ja monatlich kauft, 120 Milliarden, dann würde das also pro Monat oder pro Fed-Sitzung um 15 Milliarden reduziert. Wir hatten vorhin schon Evergrande praktisch ins Feld geführt und der Immobilienentwickler hat heute Nacht ja gesagt, ja,
Also wir werden die Onshore-Bondhalter hier auszahlen, werden die fälligen Zahlungen leisten können. Und das war alles ein bisschen schwammig, wann das genau passiert und in welcher Höhe das passiert, ist nicht gesagt worden. Jedenfalls gab es dann seitens eines Blogs in Asien die Meldung, dass Evergrande praktisch vor der Verstaatlichung steht. Vorhin gab es noch mal richtig Bewegung an den Märkten, als gesagt wurde, ja, es gesagt wurde von demselben Block wieder, dass diese Verstaatlichung jetzt unmittelbar praktisch schon fertig sei, dass der Plan fertig sei und bald verkündet werde. Dann sind die US-Futures noch weiter nach oben, aber das ist dann wohl doch eine Ente gewesen. Jedenfalls sehen wir, dass hier in der Provinz Anhui der Immobilienentwickler Anqing City jetzt wohl, der mit Evergrande auch in Verbindung steht, wohl seine Zahlungen nicht wird leisten können, und all das bringt so ein bisschen das ganze Dilemma ins Spiel. Da sitzen auch Lokalverwaltungen in China mit im selben Boot, die sind da teilweise investiert, haben Anteile an solchen Immobilienentwicklern, also das ist ein riesiger Rattenschwanz und es ist sicherlich nur die Spitze des Eisberges, was jetzt Evergrande betrifft, also es sind andere Immobilienentwickler auch in der Bredouille. Jetzt eben die entscheidende Frage, und dazu wurde sich gar nicht geäußert, was passiert denn mit den Offshore-Bond-Inhabern, also die Anleihen haben von Evergrande, die in Dollar notieren, die sind höher verzinst, 8,25%, und da werden die Zahlungen auch morgen fällig, aber da hat sich Evergrande noch nicht dazu geäußert. Vielleicht ist es so, wie ich heute im Videoausblick als Theorie mindestens aufgestellt habe, dass man erst sagt, ja okay, wir retten die Chinesen, die Ausländer, die lassen wir über die Klinge springen, denn diese Dollarbonds haben meistens ja Ausländer. Hier oben nochmal die sogenannten Upcoming Interest and Principal Payments durch Evergrande, die zu leisten sind. Hier vielleicht nochmal besser sichtbar, was steht denn jetzt an weiteren Zahlungen an? Jetzt kann man also offenkundig zumindest einen Teil dieser Verpflichtungen, die jetzt morgen fällig sind, bedienen. Aber da kommt noch einiges im September, aber vor allem kommt dann im Dezember und Januar ein Riesenblock, und das geht dann weiter, vor allem bis in den Sommer, bis in Juli 2022. Das ist ein Vielfaches, was da zu leisten ist, und wie das gelingen soll, ohne dass da der Staat eingreift oder irgendwie ein Wunder passiert, das ist natürlich reichlich unklar. Schauen wir uns mal das Desaster am chinesischen Immobilienmarkt an. Dann sehen wir zunächst mal das schiere Volumen dieses Immobilienmarkts, beträgt 52 Billionen Dollar in 2019. Das ist inzwischen noch mehr geworden, weil eigentlich so ein richtiger Boom ja erst dann 2020 auch teilweise eingesetzt hat und teilweise auch noch Anfang 2021. Und das ist in etwa, oder war 2019 etwa das Doppelte von US-Immobilien. Und vor allem das große Problem, etwa 65 Millionen Wohnungen stehen leer. 65 Millionen, das ist also etwa die Einwohnerschaft Großbritanniens, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist gigantisch. Hier sehen wir auch den Anteil von Immobilien praktisch am Vermögen der Chinesen, ist mehr als 76%, in den USA ist das unter 30%. Also das ist so ein wichtiges Ding, das ist so zentral, dieser Immobilienmarkt in China. Und alle Parallelen zu Lehman sind natürlich rein zufällig und nicht gewollt. Und wenn jemand sagt, nein, da gibt es keine Parallelen, dann dürfen Sie, hatte ich heute Morgen schon gesagt, einen Schnaps trinken, dann sind Sie wahrscheinlich bald ein bisschen besoffen. Aber jetzt ist eben das Problem. Ticking Time Bomb. Es stehen sehr viele Wohnungen leer. Es sind mehr als 20%, etwa 22 bis 23% aller in China fertig gebauten Wohnungen stehen leer. Ja, das dürfte dann für die Preisentwicklung ungünstig sein. Und es geht hier vorwiegend dann, wie viele Wall Street Analysten heute gesagt haben, auch um strukturelle Probleme eben dieses Immobilienmarkts. Evergrande, wie gesagt, ist nur die alleroberste kleine Spitze dieses Problems. Und wie hier ein Kommentator sagt, ja, die Regierung China insgesamt hat ein unlösbares Dilemma. Entweder ich mache das angestrebte Deleveraging, also die Enthebelung, genau das will ja eigentlich Chinas Führung, denn man weiß, so kann es nicht weitergehen. Das ist absolut krass, was da passiert. Wir müssen da das Risiko rausnehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man dann aber nicht erwarten, dass die Preise weiter steigen, was ja jahrelang passiert ist. Was dann diese Spekulation, diese Hebelung auch ausgelöst hat, das ist ähnlich wie überall, wenn solche Blasen entstehen, dann springen Leute drauf, machen Gewinne, alles läuft. Man flippt Häuser, also man kauft sie nur, um sie dann praktisch kurze Zeit später mit Gewinn wieder zu verkaufen, hat gar kein Interesse daran, darin zu wohnen. Und das rückabzuwickeln ist irgendwie eigentlich nicht möglich. Das ist ein logisches Dilemma, das nicht
funktionieren kann. Und auch die EZB, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, ist in einem gewissen Dilemma, denn heute hat sich hier ein estnisches EZB-Mitglied geäußert und gesagt, ja, wir könnten ja, wenn dieses PEP ausläuft, dieses Pandemie-Sonderprogramm Hilfen zusagen, wir retten alles, was zu retten ist. Das wird im März auslaufen 2022. Aber jetzt ist ja die Pandemie in gewisser Weise, zumindest in unseren Köpfen, dann immer noch der Fall wahrscheinlich. Und deswegen hat der Este heute sich überlegt, ja, wie können wir denn das lösen, wenn also jetzt die PEP-Programme wegfallen, dann müssen wir ja irgendwas anderes kaufen. Ne? Also wenn du jetzt kein Bier trinken kannst, dann musst du halt einen Wein saufen, ist die Logik. Also überlegt man, wie man hier das bisherige Programm irgendwie ausweiten kann nach März 2022. Hier sehen wir mal die regulären Käufe, dunkel hier in dieser Grafik und rot, das war sozusagen noch oben drauf durch der PEP, aber PEP ist bald vorbei, PEP Guardiola ist bald nicht mehr da und dann brauchst du eben ein anderes Instrument, wenn du natürlich nicht Staatsfinanzierung betreiben willst, gell? Also man kauft es ja über die Banken, ist ja keine Staatsfinanzierung und wir wollen natürlich nicht diese Staaten finanzieren. Fragen Sie mal an Marcello Fraccherino, der kann Ihnen das genau erklären. Und die EZB hat heute Großartiges wieder verkündet, by the way, nämlich Luis de Guindos, der Vizepräsidente del ECB, ist er Spanier, der jetzt mal ein paar Resultate praktisch gebracht hat über den sogenannten ersten Klimastresstest bei Banken. Weil die Logik ist ja ganz eindeutig. Ne? Also wir haben ja einen Klimawandel und jetzt ist ja die EZB also für Preisstabilität und für Finanzstabilität zuständig. Und wenn jetzt das Klima praktisch die Finanzstabilität verändert, dann sind wir da zuständig als EZB. Ne? Also wenn jetzt die Sonne scheint, dann haben wir praktisch den Auftrag, das Klima zu retten und jetzt testen wir mal die Banken. Und die Banken sind ja, ich hatte das in einem anderen Video bereits gesagt, praktisch jetzt mehr oder weniger verpflichtet, nur noch an saubere, an Energie, nicht energieintensive, nicht CO2-bezogene Firmen Kredite zu geben. Wenn sie es doch tun, dann müssen sie da sehr, sehr viel Eigenkapital vorhalten. Eigenkapital ist das Gold der Banken. Das will man nicht. Das würde bedeuten, dass die Banken dann für solche Firmen, die eben nicht so ganz sauber sind in Sachen CO2-Bilanz etc., dass man dann höhere Zinsen für die Kredite verlangen muss, um sich selbst zu entschädigen für die Bindung des Eigenkapitals. De Guindos hat sehr viel gesagt heute in diesem Podcast, den man veröffentlicht hat. Ich habe kein Wort verstanden. Also jetzt, ich meine schon, es war Englisch, das habe ich verstanden, aber was er jetzt eigentlich genau gesagt hat, schauen Sie es mal an, gell? Wenn Sie bei Twitter auf die EZB gehen, dann finden Sie das. Gell? Und der Klimawandel, der findet auch jetzt praktisch am Energiemarkt statt. Hier in UK, Großbritannien, zwei weitere Firmen jetzt pleite gegangen, davon betroffen 1,5 Millionen Haushalte in UK. Und die Frage ist jetzt, wie transitory ist es? Genauso transitory, genauso vorübergehend wie bei der Inflation. Die ist ja schon so vorübergehend, dass wir das schon lange vergessen haben, dass die schon wieder längst vorbei ist. Ne? Also Lieferkettenproblematik, alles transitory, irgendwann ist das bestimmt vorbei. Ne? Also im nächsten Jahrtausend haben wir gute Hoffnung, dass das vorbei ist. Und jetzt wird morgen oder hat heute getagt die Europäische Energiekommission. Wir haben ja da Kommissare und Kommissionen, das klingt so leicht sozialistisch und das ist natürlich reiner Zufall und nicht beabsichtigt. Da spricht man drüber, warum jetzt die Preise so stark gestiegen sind und was man machen kann. Das hat zumindest ein spanischer Minister gesagt. Vielleicht hat er mit dem De Guindos, mit diesem EZB-Vize gesprochen. Gell? Es ist ja möglich. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass die Chinesen sich jetzt auch stark einkaufen wollen mit Erdgas, weil sie sich eben jetzt für den Winter ausrüsten wollen. Und jetzt sind die Erdgaspreise ja massiv gestiegen, die Gaspreise insgesamt, Benzinpreise heute, by the way, in Deutschland ein Bericht auf einem 8-Jahres-Hoch. Diesel ist extrem stark gestiegen, also es geht voran. Wir sollten vielleicht die CO2-Abgabe noch ein bisschen erhöhen, damit wir dann auch die charttechnische Schallmauer bei 2 Euro durchbrechen können. Achten Sie mal drauf an der Tankstelle, da geht es wirklich nach Charttechnik, bin ich fest davon überzeugt. Sobald zum Beispiel
mal die 1,70 aufleuchtet, ist klar, okay, dann werden wir irgendwann die 1,79,9 sehen. Und dann wird man da rumwabern. Sobald die 1,80 mal aufgerufen ist, werden wir irgendwann die 1,89,9 sehen. Das ist reine Charttechnik. Jetzt haben wir hier einen Bericht, wie es der Zufall so will. Wieder mehr Strom aus Kohle, Blackout-Gefahr steigt. Auf einmal schlägt die deutsche Energiewende um. Wir konnten damit rechnen, ja, welche Energiekrise, meine Damen und Herren. Also ich habe jetzt noch keine Energiekrise, weil ich stecke voller Energie. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ne? Also das ist natürlich wieder ganz böse Propaganda, mit Sicherheit von Leuten, die nicht die Grünen wählen. Ne? Also das könnte sein. Also glauben Sie davon kein Wort, meine Damen und Herren. Wir haben keine Energiekrise, wir haben nur etwas verteuerte Preise. Ne? Und teilweise Lieferengpässe, ne? Lieferkettenprobleme. Gut, ne? Das ist halt, das sind Begleiterscheinungen, die bald vorbei sind. Darüber werden wir wahrscheinlich auch sprechen mit Stefan Risse bei dem anderen Triell. Wahrscheinlich kommt es Ihnen schon aus den Ohren raus mit den Triellen, aber das könnte witzig werden, weil es ein Finanztriell ist mit durchaus Potenzial für humoristische Einlagen. 18:30 morgen. Ich werde den Live-Link, wo Sie das dann sehen können, schon mal unter das Video packen, einfach in Ihren Browser eingeben, in Ihren Tab eingeben, dann haben Sie es für morgen. Das wird Spaß machen, so viel glaube ich versprechen zu können. Und abschließend ein Hinweis, es steigen nicht nur die Energiepreise, sondern auch die Löhne. Und dazu ein Artikel auf Finanzmarktwelt, den ich Ihnen wärmstens ans Herz lege. Da geht es jetzt bald richtig zur Sache, unter dem Video verlinkt, um 20 Uhr, meine Damen und Herren, die FED-Entscheidung bei finanzmarktwelt.de, die werde ich abbilden und ich werde dann vor allem live kommentieren auf finanzmarktwelt.de ab 20.30 Uhr die Pressekonferenz von Jeremy Powell. Das wird bestimmt auch lustig. Seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie und wir sehen uns dann gleich. Also, pfiat euch, servus, ciao.